So, jetzt kann ich nämlich doch schön gucken hier. Wie das funktioniert. So. Hat doch gut funktioniert. Jetzt haben wir die Suppe, die natürlich jetzt noch gekocht werden kann, damit der Rest da noch rein kann. Lassen wir die mal schön köcheln und dann kann der Rest da rein. Ich könnte auch schon mal ein paar Zitrönchen schneiden. Und hier machen wir schon mal Wasser rein. Für Kartoffeln. So als kleine Vorbereitung schon mal, damit ich nicht allzu viel machen muss. Zack. Kommen da erst die Kartoffeln rein oder dann das Salz? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich nehme die Kartoffeln nochmal raus. Mach einfach ins Wasser mal Salz. Mal gucken, ob das dann klappt. 20. Gut, dass ich so lange Arme habe, dass ich darüber reichen kann. Ich glaube, den Perk kann ich mir auch noch kaufen. So, und dann stellen wir das Ding einfach mal dahin. Die Suppe ist immer noch nicht fertig. In die Pfanne werden wir jetzt schon mal 10 Milliliter Ding machen. Haben wir das auch vorbereitet. Ah ja, einen sogar geschafft. Nicht schlecht, Herr Specht. So, eine Minute Vorbereitung haben wir noch. Oder ein bisschen weniger vielleicht. Ich hätte da schon mal ein paar Dinger schneiden können, aber dafür brauche ich... Am besten noch ein Schneidbrett und eine Schöpfkelle. Könnte ich auch sehr gut gebrauchen eigentlich. Aber ich kann nur eine Sache tragen, deshalb... kein Platz, weil das Backblech... Können wir da erstmal hinstellen. Komm her hier. Ja, perfekt. Und dann kann man hier die Zitronen... Die Zitronen schneiden. Kriegt sogar noch ein eigenes Messer. Obwohl ich das Messer eigentlich nur da brauche, erstmal. Egal, lassen wir erstmal so liegen. Und dann vergessen wir die Suppe nicht. Die ist bestimmt schon angebrannt. Tee zum Voranfahren. Was ist denn das jetzt? Ist das die Suppe oder was? Tomatensuppe heißt das Ding übrigens. Okay, haben wir fertig. Da muss noch die gute alte saure Sahne rein. Da haben wir nicht mehr allzu viel von. So, und weg damit. Denn ich wollte mir noch eine Schöpfkelle kaufen. Dann brauche ich das nicht immer umgießen hier. Das ist nämlich ein bisschen heikel, würde ich einfach mal sagen. So. So, 50 saure Sahne noch. Ja, 49 tun es auch. Schauen wir mal da hin. Da muss ich noch einen perfekten Teller für finden. Ich glaube... Hallo? Ich glaube... Das waren die hier. Und dann können wir uns... Genau. Können wir uns die Suppe da rein, aber der... Passt gar nicht so viel rein. Fällt mir gerade auf. Sollen aber 300 rein, das heißt, ich kann den Teller also nicht nehmen für Suppe. Okay, da müssen wir echt den Suppenteller nochmal nehmen. Okay, das ist auch eine Schüssel. Ach stimmt, da habe ich immer die
Dinger vorbereitet. Das machen wir nächstes Mal auch. Da kann man dann die vorbereiteten Zitronen oder sowas reinpacken. Ja, nehmen wir den hier. Wenn das der normale Suppenteller ist, dann sollen wir den auch nehmen. So. Damit sollte die Suppe eigentlich perfekt sein, außer ich habe jetzt irgendwas verkehrt gemacht. Okay, da war ein Fehler drin. Ich habe gar keine Gewürze reingemacht. Das war der Fehler. Da müssen natürlich noch die ganzen Gewürze rein. Das müssen wir dann gleich eben gucken, welche da genau reingehören. Gut, kann passieren. Jetzt machen wir erstmal die. Da haben wir Salz drin. Das sollte halt nicht so hinhauen. Und dann nehmen wir wieder unser Lachsfilet, was mit Salz und Pfeffer gewürzt wird. Sollte mir mal noch einen Salz kaufen. So. Ja, das war's. Rein mit dem Schinken. Ich hoffe, man kann das auch nachträglich da rein packen. Ich weiß nicht, was da noch reingehört, deshalb warten wir erstmal. Gut, dann köchelt das jetzt vor sich hin. Wunderschön. Mehr brauche ich ja nicht. Ich hol schon mal einen Teller. Kleiner Teller, großer Teller. Wir nehmen einfach mal den. Der dürfte ja reichen. Ich wollte gerade fragen, kann ich die hier hinhängen? Wundervoll, dann. Boah, kann ich nicht anfassen. Schnell. So, kommt man nicht auch irgendwie das besser drehen, als ich das jetzt gemacht habe? Oh ja, so. Okay. Wow. Klappt ja sehr gut. So, dann hängen wir den auf die andere Seite. Kartoffeln sind auch gleich fertig. Oder sind fertig, würde ich sagen. Ja, und nicht zu viel. Die ganze Plörre hier kann weg. Dann holen wir uns gleich neues Wasser. Kommt da noch was drauf? Nee, da war ja nichts mehr, ne? Mal ein bisschen näher ran, damit ich runterscrollen kann. So, warten wir nur aufs Lachsfilet. Letzter Rest will nicht, doch jetzt. So, können wir das auf den Teller machen? Das geht komischerweise. Ich weiß nicht, warum man das dann nicht sowieso hochnehmen kann, aber ist auch egal. Als nächstes kaufen wir uns eh den Perk. So. Sieht das Ganze doch schon ganz anders aus. Wir können auch mal gleich nach einem neuen Gericht gucken, aber erstmal nicht. So, machen wir erstmal wieder alles sauber. Das ist immer wichtig. Und wenn ich hier schon bei bin, dann kann ich da auch eben einmal wieder die Kartoffeln vorbereiten, auch wenn die wahrscheinlich nicht drankommen, sondern die Forelle war jetzt da dran. Plumps, plumps.
Okay. Ich habe sowieso das Salz vergessen. Scheiß drauf. Wo muss jetzt die Forelle? Das kleine Forellchen hier. Und dann würzen wir das einmal schön mit wichtigen Sachen, die ich jetzt nicht mehr weiß. Ja, schwarzer Pfeffer war dabei sogar. Da muss ich ja auch erstmal wieder reinkommen hier, ne? Kann das eigentlich auch schon so hinstellen, dass das eigentlich immer passt. Der kann jetzt in das Ding rein. Und dann kann der in das Ding rein. Ah, so lobe ich mir das doch, Freunde. So. So lobe ich mir das doch. So, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Wir müssen jetzt noch die Zitrone schneiden. Ich hole aber schon mal einen Teller und das da unten ignorieren wir einfach mal. Nehmen wir mal einen großen Teller. Für den großen Hunger zwischendurch. Den großen Teller hier, so. Dann nehmen wir das Zitrönchen. Und jetzt kann man das auch schön drehen, so wie ich das vorhin wollte. Kann einfach mal schön sagen, es wird gefickelt. So, und dann machen wir das hier mal wieder sauber, was wir da angerichtet haben. Erstmal dürfen wir nie das Salz vergessen. Vergesse ich ja immer. Sowieso die Gewürze. So. Wundervoll. Und dann stoßen wir einfach mal nicht irgendwo gegen. Am besten. So. Da haben wir es doch wieder. Können die da erstmal wieder drauf. Habe ich irgendwas vergessen? Den Meerrettich darf ich nicht vergessen. Ah, ich glaube, ich habe ein bisschen später. Naja. So, dann kommt da noch der Meerrettich drauf. Ja, so viel Platz hier, das ist ja unglaublich. Dann eben auf einen schönen Glastisch hier. Kann ich immer noch nicht anfassen, aber ich kann ja den Teller nehmen. Und dann nehmen wir natürlich noch die Petersilie und dann sind wir durch damit. Später kommt ja der Rosenkohl da noch zu. Das wird einfach nur schrecklich. Schrecklich. Teller wurde nicht zurückgegeben. Hat der Gast einfach mal den Teller behalten, ne? Ist meiner. So, Kartoffeln. Gut, dass wir die vorbereitet haben. Und sollte mir echt mal so einen Topf machen mit Lachsfilet und weißt du was? Machen wir, denn das kann man auch richtig gut vorbereiten. Also gut, wie alles kann man eigentlich vorbereiten. Weil hier wird ja nichts schlecht. Ne? Du kannst ja tagelang das Lachsfilet hier im Topf einfach in der Küche. Uiuiui, das kann aber gar nicht mit um hier. Ruckelalarm. So, dann kann man den nämlich hier, sich hier. Boah, schon besser. Hinstellen und dann, weiß mal genau, was man hier für Gewürze hat. Nein, aber ich will ja da gucken. So, dann haben wir nämlich, genau, Salz war das und Pfeffer. Das gute Salz und das gute alte Pfefferchen. Eigentlich darf ich das gar nicht spielen. Ich kriege hier schon wieder Hunger, wie, ne? Wie nichts Gutes. Und mehr kommt da gar nicht dran.
Da muss das gleich in die Pfanne, aber da muss natürlich noch das gute alte Sonnenblumenöl rein. Und dann kann das auch an. Köffeln sie gleich schon durch. Das ist schön, ich hol schon mal einen Teller. Da reicht der kleine. Weil Teller kosten ja auch Geld, da muss ich auch eben drauf achten, dass ich nicht immer die falschen Tellerchen nehme. So, was machen wir da rein? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich auch Suppe. So, dann sind die Kartoffeln eigentlich durch, würde ich sagen. Nehmen den Topf hier auch mal runter. Ah, wo bist du? Da ist er. So, Lachsfilet. Mal ganz schnell eben hier umgedreht. Ne, falsch Tasten hier. So, wundervoll. Kann ich auch besser da eigentlich liegen lassen. Dann kippen wir schon mal die ganze Soße hier aus. Ich glaube, das schaffen wir noch, bevor jetzt das gute Lachsfilet fertig ist. Und dann klappt das doch ganz gut hier in der Küche. Da wird gleich noch gewürzt. Also mit so zwei, drei Gerichten, da kann man noch mit arbeiten. Aber sobald ich irgendwas parallel machen muss, ist hier wieder die Hölle los. Gut. Wir können auch den Behälter für die Lebensmittelverarbeitung nehmen. Für die Suppe, glaube ich. So. Das Ding sollte fertig sein. Und dann raus damit. Wiedersehen. Supi. Keine Bestellung. Das heißt, wir können ein bisschen aufräumen und mal wieder vorbereiten. Und genau das tun wir auch. Man kann nie genug vorbereiten. So, Kartoffeln. Die mache ich, glaube ich, aber nur einmal. Das reicht ja für... Das reicht ja für uns. So. Aber ich guck mir jetzt, hier kann man die Rezepte ja angucken, ne? Hier kann man die schon mal aufwerten eigentlich. Wenn man es kann. Können wir natürlich nicht. So, wir haben Salz 12, schwarzer Pfeffer 12. Das war's nämlich. Salz 12. Ist ja schon ein bisschen raus, deshalb dürfte das ein bisschen zu viel sein eigentlich, ne? 12. Aber ist auch egal. Komm, Salz und Pfeffer liebt doch jeder. Da kann man doch ordentlich was reinklatschen. Ich stelle es mal wieder auf dem Herd. Weil die ja warm gemacht werden sollte, müsste. Und dann können wir hier noch ein bisschen Lachsfilet vorbereiten. Wenn es geht. Ich würde das irgendwo gerne drauf drapieren, aber... Es gibt hier nicht wirklich was, wo man das reinsitzen kann. Elektrischen Zerkleinerer, alles klar. Nee, nicht wirklich, was ich schön finden würde. Ja, die Plastikschüssel, die tut alles. So, dann kann man nämlich hier schon mal vorwürzen. Weil da kommen ja einfach nur 5 Gramm jeweils drauf. Da kann man mal ein bisschen, so 2, 3 kann man da ja mal vorbereiten. Besser ist das, ne?
Ich sage, Vorbereitung ist in diesem Spiel alles. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil in so einer Großküche, da muss viel vorbereitet sein. So, und dann nochmal. 1, 2, 3. War das überhaupt Salz? Ja, nicht, dass ich mich jetzt versehe. Also lieber nochmal nachgucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Salz war, aber natürlich war das Salz. Was auch sonst. So. Schön, dass er das immer aufeinander packt. Gefällt mir. Da haben wir das Gericht nämlich schon zumindest einmal jetzt mit den Kartoffeln vollendet, vorbereitet. Das gibt schon von selber da oben der Turm. Bisschen Zeit, Reinigungsphase, hier musst du ja fast nichts reinigen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wird wohl der letzte sein, dann reicht das erstmal. Und wenn wir die Zeit haben, werde ich die auch nicht die vorbereiteten nehmen, sondern natürlich die anderen. Komm, wackeln wir ein bisschen. So, vorbereitet, nicht vorbereitet. Müssen wir uns natürlich merken, ne? Hier können wir auch schon mal eine... eine vorbereiten. Die müssen jetzt nicht ganz so gerade sein. Das passt schon so. Dann holen wir uns nachher noch Schüsseln, damit das noch schön aussieht. So. Dann stellen wir da noch alles so halbwegs ordentlich hin, damit das noch schön aussieht hier. Und dann ist der zweite Tag auch schon gegessen. Hahaha. Wir werden inspiziert, das ist mir egal. So, das ist auch alles egal. Wir wollen ja hier erstmal... erstmal sowas machen. So. Und dann müssen wir jetzt uns ein neues Rezept machen. Und wir nehmen natürlich was wir schön... vorbereiten können. Das muss ich leider kaufen.